Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, dem Drake-Projekt. Ja, ich möchte euch noch erwähnen, ab jetzt ist der Server offen für alle. Ihr müsst euch nur anmelden, also ihr könnt auch ohne Let's Play oder andere Video online kommen. Und es kamen gestern schon 3 Leute. Und ich bin im Game Mode. Oh, ich vergesse das immer auszustellen. So. Und ja, ich mache nachher eine PvP-Welt, da könnt ihr drauf gehen. Aber bedenkt, dass die PvP-Welt nicht zum langen Verweilen immer da ist. Und dass ihr auch keine Items von anderen Welten reintun solltet. Also leert euer Inventar, wenn ihr in die PvP-Welt geht. Und sucht euch ein gutes Home. Und lasst es bei einem Home am besten. Weil sonst ist es zu unfair für die anderen. Und erarbeitet alles in der PvP-Welt am besten. Weil ich kann momentan noch keine geschützte PvP-Welt machen und so. Da ist eine Menge Arbeit dazwischen. Und ja. Deshalb, aber ich möchte euch natürlich eine PvP-Welt bieten und so. Aber ich möchte keine Flames haben und keine Zwängeleien, wenn mal einer mit Diamantrüstung euch angreift oder besiegt. Ihr könnt dann immer noch euch auslocken oder sonst was. Aber allzu sehr solltet ihr das nicht machen. Ich will nämlich keinen Streit und so. Ja, der lockt sich die ganze Zeit aus und das und dies. Sonst muss ich einfach immer wieder mehr Konsequenzen ziehen. Und das ist wirklich mein schlimmster Albtraum, wenn ich gezwungen werde, Konsequenzen zu ziehen und sonst irgendwelche Sachen zu machen. Das ist dann ein bisschen blöde. Aber eben eine PvP-Welt ist dazu da, um euch gegenseitig auf das Gehirn zu kloppen und nicht um irgendwelche Machtgier voranzutreiben, indem ihr die ganze Zeit irgendwelche Level oder Items, Diamanten farmt und sie dann in der PvP-Welt ausnutzt oder so. Ich will einfach ein Zwischending Projekt und ja, wir können nachher die PvP-Welt gerne mal gründen, aber jetzt bin ich gerade hier, ja. Da vergesse ich wieder den G-Mod auszumachen und sonst irgendwas. Da machen wir jetzt zuerst dieses Ding. Ziehen wir das durch. So, ich habe mal gedacht, wir gehen eine schöne gerade Ebene suchen und werden dort eine Farm aufbauen. Oder sollen wir das hier oben machen, aber dann haben wir das Problem, dass wir hier zu uneben haben und so. Dann machen wir sie lieber irgendwo unten. Ja, probieren jetzt wieder nach unten zu gehen. Oder ich habe eine Idee. Wir machen schon mal eine Treppe nach unten. Also so ein Teil hier. Haben wir genug Werkzeuge? Ja. Dann müssen wir eigentlich nur noch Ding haben. Leitern. Aber wir können auch die müssen sie nicht unbedingt haben, weil wir ein Slash Home hier oben haben. Aber wäre schon schön, hier irgendwo so eine Loft reinbauen, die so ein bisschen aus dem Berg geht und ja. Bei 1.8, die ich ja angetestet habe, kurz Burgener angetestet, schaut euch mal das Video an. Das ist sehr schön, gut geworden. Und dort ist alles wieder neu, also neu sortiert. Die X, Y und Z sind jetzt nebeneinander und es gibt mehr Details. Dann gibt es in der Mitte bei der Maustaste, also bei dem Mausteil, das in der Mitte, hat es dort so ein rot-blau-grün Richtungsangabe oder so. Und ja.
Sonst hat sich noch viel getan. Also 1.8, ich hoffe, so, dass so schnell wie möglich Buckhead auf 1.8 ist und dass die Plugins, die wir haben, auch bald auf 1.8 sind. Sonst können wir immer noch Leute einstellen, die für uns Plugins machen, so schneller machen oder andere Plugins machen, bessere Plugins machen, je nachdem. Also da hat es viel noch zu verändern. Ich muss dann immer wieder schauen, wie weit wir sind. Also ich habe einfach das Gefühl, dass wir uns dann da zu tief graben oder sonst irgendwas. Ich gehe jetzt auf 150 mal schauen. Sollte aber irgendwie hinkommen, es ist ja Hochland. Also in diese Richtung wäre am besten, aber wir gehen nach, also wir gehen in diese Richtung. So, jetzt haben wir ja 151, das reicht. Schauen wir mal, wenn wir hier rauskommen. Also ich würde ja auch gerne im Drake-Projekt ein bisschen PvP ab und zu machen, aber dafür müssen andere Leute drauf sein und das ist momentan natürlich nicht, weil ich natürlich hier dann die Arschzeit aufnehme. Aber wenn ich am Abend dann mal richtig viele Leute drauf sind, dann werde ich auch PvP beginnen. Mal schauen, wie es ankommt bei den anderen. Ja, toll. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen nicht mehr aus dem Berg heraus. Na toll, sind wir jetzt. Also es geht noch eine Menge weiter runter. Und dort vorne hätten wir ein großes Gebiet. Ich weiß nicht, wie viel weit es dann da noch weitergeht, aber da können wir eigentlich hingehen. Also gehen wir tiefer runter. So. Lol. Ich sehe nichts vor dem Nebel. Und so geht es natürlich nicht gut. Also hier unten ist eine Höhle. Aha. Mit Wasser. Ja, jetzt muss ich da wieder raten. Ich mache am besten hier nochmals eine Ebene, also um zu schauen, aber ich denke, es geht noch ein bisschen weiter runter. Ich könnte hier aber auch eine Treppe nach unten bauen. Da muss ich jetzt schauen. Nicht so lange bitte. Und hier hören wir irgendwelche Monster. Ja, es geht noch einige Meter nach unten. Da können wir dort eine Treppe, eine Brücke rüberbauen. Und du hörst jetzt auf, du nervst eigentlich nur. So. Da machen wir hier das Swimmingpool. So. Und hier machen wir eine Treppe nach unten. Und schon wieder Wasser. Hä? Ich verstehe das nicht. Wasserphysik. Oh nein, das ist Nebel. Das sah aus wie Wasser. Nein.
So, dann haben wir das Langweilige hinter uns. Dann mal noch gerade ausbauen. Sollte eigentlich jetzt schön bündig sein. Irgendwann kommen wir raus. Ja, hier. Ah, schön. Ist das nicht schön? So. Bisschen ausleuchten, damit wir den Weg finden. Da können wir noch auf dem Baum irgendwas pflanzen. So. Gut. Dann haben wir das. Haben wir schön. Gang nach unten. Hallo Creeper. Noch eine Spinne. Mal kurz was essen. Wir haben genug Essen, wir können das auch spenden. Ja, das wäre noch schön, so etwas. Hier. Und jetzt können wir hier runter, sehr schön. Ja, da müssen wir schon fast ein Home, ein neues Home machen. Nein, du bleibst. Landschaftsding. Wenn überall ein paar Hühner sind, dann sieht es natürlich ein bisschen schöner aus. Wie gesagt, man sollte eigentlich lieber ein bisschen öfters in der Mining-Welt Tiere jagen, damit das die Fauna erhalten bleibt. Sollen wir hier? Das war doch die Ebene, oder? Die ich gedacht habe. Aber da könnten wir eigentlich oben auch eine Farm bauen. Ich weiß, man hat sehr wenig Platz hier in Amplifit. Aber ja, irgendwo muss doch eine Farm hin. Wir wollen doch eine schöne Farm mit Tieren, mit Pflanzen, mit allem drum und dran. Ja, dann machen wir das hier, also allzu schlimm sieht es nicht aus. Und ist eigentlich noch groß, wenn man bedenkt, da drüben kann man auch noch irgendwas bauen. Dann werde ich hier in der Mitte einen Warp-Punkt machen. Also Home-Punkt. Set Home. Hof. So. Hof tönt besser. Hallo. Ich höre noch irgendwas an hier. Sodele. Hallo, Zombie. Wie geht's dem armen Zombie? Da oben ist unser Haus, sieht so aus. Oh, das ist schon der schönste Berg irgendwie. Cool. Können wir hier unten eigentlich eine Truhe, also ein Lagerhaus bauen mit allen Sachen, die wir oben nicht brauchen. Oder nein, oben machen wir Truhen hin, wo man nicht braucht. Hier unten nehmen wir alles, unseren Ertrag rein, also alles, was pflanzlich ist, nehmen wir hier unten. Plus die Sachen, die oben natürlich auch noch gelassen werden. So. Ja, ich mache jetzt hier einfach mal ein Haus. Und es geht weiter mit dem Plagen. So, muss jetzt nicht weit nach drüben. So, einfach hier jetzt. Lass mich in Ruhe. Ohne Möhre.
einfach hier eine Crafting Bench hin. Ach komm. Volles Inventar. Okay, ja, machen wir es aus dem Holz. Einfach eine Scheune oder so, eine Lagerhölle. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Da machen wir ein bisschen weiter. 11, 12, 13. Vierzehn, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ist zu weit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 15. 15 mal 10. So, da haben wir noch ein bisschen Härte zum Hintun. Da machen wir so schöne Parzellen, Gärten rings ums Haus und danach die Tiere. Machen wir hier mal zwei hoch. Wir können dann später das Haus ausbauen, wenn wir dann wieder Holz gesammelt haben. Dann machen wir dort hinten eigentlich immer den Wald, holen noch diese Schwarzeichen dort und dann ja, alles nacheinander. So, dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 nach außen, also offen, schönen Tor, so. Jetzt muss ich ein paar Sachen reinlegen, sonst sind wir überfüllt. Gut, das haben wir auch. Und jetzt machen wir einen unendlichen Brunnen direkt hier auf der Seite vom Haus. Ja, ein bisschen weit. Mal kurz. Eins nach hin. Bei mir geht jetzt gar nichts. So. Okay. Eins. Ah, da haben wir einen See. Zwei. Ein unendlicher Brunnen. Ja, wir brauchen mehr Erde. Da können wir hier ein bisschen Geräte machen. Beginnen wir mal hier mit dem Abtragen. Ah, wir können auf einer Seite eigentlich
Pflanzen machen und auf der anderen Seite Ding. Das muss ich jetzt noch schauen. Weil die Tiere brauchen nicht gerade. Die dürfen gerne ein bisschen uneben haben. Dann machen wir doch hier überall die Tiere hin. Ein bisschen auf die Seite, dort drüben noch ein bisschen. Und dann machen wir den Wald hier hinten dran. Ja, so viel Wald müssen wir auch nicht haben. Und dieser Berg sieht geil aus. Jetzt, wo alles ein bisschen geladen ist. Es geht leider sehr lange hier zum Laden. Ohne Opti-Fan und nichts. Der Baum ist doch richtig cool. Der Baum, der Berg. Also, wie gesagt, jetzt Weizen anpflanzen. Wir könnten hier mal schon mal die Grenze machen. 1, 2, 3, 4. So. Ja, immer wieder auffüllen, nicht vergessen. Die Karotten pflanzen wir nachher auch an, damit wir einen Vorrat haben. So, sehr schön. Gut, die Karotten machen wir irgendwo anders. Oder die Karotte, weil es nur eine ist. Ah, hier haben wir noch ein paar bisschen Weizen. So, die Karotte mache ich hier drüben. Aha. So, da brauchen wir auch noch. So, wow, gigantisches Feld. Ah ja, genau. Am Pflanzen. So. Super. Da können wir schon die ersten Tiere einsehen. Wenn wir nur mehr Holz hätten. Wir holen ein bisschen Holz. Ja, hier wäre ein gutes Ort für die Baumfarm. Ja, leider ist es sehr uneben hier. Ne, dann machen wir das lieber irgendwo hier oben. Oder hier drüben. Ne, hier oben. Ja, hier haben wir wenigstens ein paar hier drüben von den Schwarzeichen. Wir müssen sie ja nur hier oben anpflanzen. Oh, ist das eine fette Schwarzeichen? Oder sind das mehrere? Hui, hui. Ja, dann schaue ich, dass ich in der nächsten Aufnahme ein bisschen PvP aufnehmen kann. Oh. Das sollte in der PvP-Welt nicht passieren. So, die nächste Schwarzeiche. Die sehen so komisch aus hier an der Klippe.
Lalalala. Ja, nicht wieder auf Bounce-Server. Du hast doch das gesehen, dass ich hier abgebaut habe. Also wieso setzt es wieder zurück und wieso schiebt der Block mich weg? Das ist nicht gerade so gut hier in der Klippe, wenn ein Block mich wegschiebt. So. Ich hoffe, es gibt ein paar Setzlinge hier. Okay, ein Setzling habe ich. Drei Setzlinge schon, okay. Hab's gar nicht gehört. Ich muss vier haben, glaube ich. Ich werde mal fünf nehmen und testen, ob es mit einem auch geht. Okay, dann werden wir uns das Gebiet noch schützen lassen. Und ja. Dann werde ich die nächsten Aufnahmen in der PvP-Welt machen. Dann vielleicht ist es für euch ein bisschen spannender, wenn ich wirklich mit Leuten kämpfe. Und es kommt auch ein bisschen besser Motivation auf und so weiter. Also das werde ich jetzt hier mal machen. Einfach mal aus Testzwecken werde ich hier Bäume anpflanzen. Mal schauen, was aus denen wird. Das weiß ich jetzt noch nicht. Könnte nachschauen, aber dafür habe ich keinen Bock. Also, slash home house. Dann hier Sachen einlagern. Game Mode an. Slash. Ja, Ding wollte ich noch. Oh, eine Holzhackst. Holzhackerbohm. Das müsste irgendwo, hier auf unten sein. Da will ich schon ein bisschen großflächig absichern. Mal schauen, ob ich hier überhaupt noch das Gebiet habe. Hallo Creeper, willst du zuschauen? Slash RG-Info. Dragos Haus ist hier noch. Okay, ich hab's ein bisschen größer. Ja, machen wir einfach eine Doppel-Ding. Protektum. Aber ich denke, es ist überall schon gesichert. Also wenn hier hinten auch gesichert ist, dann ist es schon gesichert. Hier ist nicht gesichert, dann machen wir hier hinter dem Wasserfall, den will ich noch einbeziehen. Ja, und diese Ding auch hier. So, ich claim alles. Ups. So, slash slash expand fährt slash Ecke. Was ist hier? Delfine. Dragos.
auf. So. Okay. Dann werden wir uns noch kurz die PvP-Welt machen. Gehen wir mal zum Spawn. Slash mv create pvp normal. Slash mvtppvp. Okay, da müssen wir irgendwo anders ein bisschen. Hier vorne. Es gibt nirgends eine freie Fläche. Ja, machen wir das hier. Wir brauchen nicht groß. Slash expand fährt slash ag define pvp spawn. So, Delle. Dann werden wir hier uns eine Beschriftung machen. Slash warp, slash set warp pvp. So. Ja. So. Willkommen auf der PvP Welt. Bitte keine Items aus anderen Welten rein schmuggeln. Kein Hate Kill oder Spawn Kill. Für die Items gibt es kein Zurück. Es gibt keine Items als wieder gut mach. Wie sollte man das nennen? Ja, das machen wir nicht. Das weiß eigentlich jeder, dass man keine Items von den Admins bekommt, wenn mal wieder mal jemand unfair gestorben ist. Das ist so. Achtung! Tode und Diebstahl auf eigene Gefahr. Griefing ist hier erlaubt. Wollen wir eigentlich auch. Sichert eure Basen gut. So. Nur ein Home erlaubt. So, nur ein Home. Auch in der
auch im Nether, auch der Nether zählt zu dieser Welt. So. Also, am besten, wenn ihr aufnimmt, nicht F3 drücken in dieser Welt, weil sonst wissen die anderen, wo ihr euch befindet, eure Basis befinden und so weiter. Also, ich werde morgen, sobald ein paar Lust haben, beginnen mit dem PvP. Ja, wenn keine Lust haben, mache ich es einfach mal schon mal alleine. Und ja, ich werde nicht allzu viel PvP machen, also werde ich auch nicht allzu dark sein oder überlegen. Und wenn ich mal sterbe, dann ist es zum Spaß. Also, ja, dann nehme ich es halt an, oder? Und diese Rosen, die möchte ich gerne in die Base aufstellen, die sind so schön. Ja, wenn ich etwas vergessen habe, hier hinzuschreiben oder so, das dürft ihr gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, dann machen wir ab jetzt auch ein bisschen PvP, aber ich werde natürlich das Bild des Zeugs Ding vorziehen. Jo. Also Dankeschön fürs Anschauen des Videos und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss.